Bis auch ein Atem anfängt zu beobachten, die Augen geschlossen. Und wir sind in unserem Alltag so häufig im Außen, in den Gesprächen mit unseren Freunden, in unserem Beruf. Wir sind permanent erreichbar. Vielleicht haben wir mal unser Smartphone in der Hand, sind immer wieder abgelenkt und das kann zu einer Reizüberflutung führen. Es ist immer wieder wichtig, unsere Sinne nach innen zu kehren. Ansonsten verlieren wir die Fähigkeit, uns auf eine bestimmte Sache, auf eine bestimmte Tätigkeit zu konzentrieren. Und da das in den letzten Jahren sich so verstärkt hat, gibt es sogar eine Bezeichnung dafür, das ist die Melting Brain, das Melting Brain Syndrom, also das schmelzende Gehirn. Wir werden so eine Aufmerksamkeitsfähigkeit verlieren. Und Yoga und Meditation kann gut dabei helfen, uns wieder anzukommen und auf das Wesentliche zu konzentrieren. Wenn wir wieder in uns hineinzulauschen, den Atem wahrzunehmen. Und die Sinne zurückzuziehen. Nimm noch ein, zwei tiefe Atemzüge. Und führe dann mit deiner nächsten Ausatmung die Hände vor deinem Herzen zueinander, Vanjali Mudra. Ich möchte diese Stunde mit einem Om mit euch eröffnen und atme tief ein und aus. Atme bequem ein für das Om. Om. Lass deinen Kopf zu deinem Herzen sinken. Öffne die Augen, löst deine Hände und komm in den Heldensitz. Oder wahlweise in den Fersensitz. Bei dem Heldensitz nimmst du die Fersen etwas weiter auseinander und setzt dich zwischen die Fersen nach unten. Wenn das für dich stimmig ist, dann bleibe so sitzen. Du kannst aber auch einen Block unter das Gesäß drunter legen oder sich, wie gesagt, auf die Fersen direkt draufsetzen. Leg erstmal deine Hände locker auf den Oberschenkeln auf, streck den Rücken lang nach oben. Und dann löst deine Hände, streck die Arme über die Seite ganz lang nach oben auf, zieh dich weit nach oben und greife dann mit deiner rechten Hand das linke Handgelenk, zieh den linken Arm zur rechten Seite rüber. Einatmen, komm in die Mitte zurück und dann greife um, greif dein anderes Handgelenk und zieh den Arm zur linke. Und so nochmal beide Flanken lang, einatmen und streck wieder lang nach oben aus und mach die Bewegung ein paar Mal in deinem Rhythmus. Immer wieder in die Länge ziehen und dann auflösen und die andere Seite. Wenn du beide Seiten gleichmäßig übt hast, löst deine Hände und nimm deine Arme über die Seite nach unten. Mach Fäuste mit deinen Händen, nimm die Fäuste vor deinem Körper. Man lässt deine Fäuste mal kreisen. Wechsel mal die Richtung. Gut, schüttel deine Hände aus. Man fühlt mal die rechten Fingerspitzen vor dem Körper nach oben und zieh mal mit der linken Hand die Finger zu dir ran, sodass du hier eine Aktion in deinem Handgelenk wieder wahrnehmen kannst. Und dann wechsle die Seiten, nimm die Fingerspitzen nach unten und zieh den Handrücken zu dir ran.
Also wechsel die Richtung, nicht die Seiten. Die Seitenwechsel vom Platz. Gut. Und dann wechsel die Seiten. Und die andere Hand, ziehe die Fingerspitzen zu dir an. Und lass auch hier die Fingerspitzen nach unten sinken, zieh den Handrücken zu dir an. Und schüttel deine Hände wieder ab und komm in deinen Vierfüßlerstand, leg gegebenenfalls den Block zur Seite. Und in deinem Vierfüßlerstand schau, dass du deine Ellenbogen nicht komplett überstreckt hast. Die Mittelfinger nach vorne zeigen, die Fingerkuppen leicht zur Handfläche heranziehen. Und dann lass mal das Brustbein nach unten sinken und zieh die Schulterblätter zueinander. Das ist nicht diese Katze-Kuh-Position, sondern das ist, du bleibst lang in deinem Rücken und lässt nur das Brustbein nach unten sinken und ziehst die Schulterblätter zueinander. Und dann drück dich aus den Händen heraus und schieb die Schulterblätter weit auf und ab. Und mach die Bewegung ein paar Mal in deinem Rhythmus, immer wieder Schulterblätter zueinander, die Retraktion und Protraktion, die Schulterblätter auseinander. Das zeigt dein Bizeps immer noch nach vorne. Gut. Komm in die neutrale Position zurück. Schieb dein Gesäß nach hinten auf deine Fersen. Wandere mit den Armen lang nach vorne. Und dann heb auch hier deine Hände nach oben an, sodass du noch im Handgelenk stehst. Zieh die Handgelenke energetisch zurück Richtung deine Schultern nach oben und zieh die Finger, die Hände zu dir heran. Und dann löse wieder auf, nimm die, komm zurück in deinen Vierfüßlerstand. Streck dein rechtes Bein nach hinten aus, erde den Fuß und dreh den Fuß parallel zum kurzen Wattenrad auf. Löse deinen rechten Arm ganz lang nach oben. Und während du die rechte Fingerspitze nach oben ziehst, rotiere den linken Oberarm in die Außenrotation, sodass dein Bizeps tendenziell eher nach vorne zieht. Spann die Bauchdecke an und verlängere dich wirklich in die rechten Fingerspitzen hinein, sodass deine Flanken lang. Okay. Nimm die rechte Hand wieder zum Boden zurück. Heb dein rechtes Bein ganz lang nach oben ab. Streck die Ferse nach hinten, zieh auch hier die Bauchdecke leicht nach oben. Löse deinen linken Arm nach vorne. Die Daumen zeig ich nach oben. Saug die Fingerspitzen wieder etwas mehr in den Schultergelenk hinein. Dann beug dein rechtes Bein, Fußsohle zeigt nach oben und führ mal die linke Hand über die Seite nach hinten und greif dir dann den Fuß. Drück den Fuß in die Hand hinein und öffne die linke Schulter leicht nach oben. Gut. Und dann löse auf für Hand und Knie wieder zum Boden zurück. Und dann wechseln wir gleich die Seiten. Streck dein linkes Bein nach hinten aus. Drück den Vorfuß in den Boden hinein, führe den linken Fuß parallel zum Boden. Löse deinen linken Arm ganz lang nach oben. Drück deine rechte Hand etwas mehr in den Boden hinein. Um die rechte Flanke lang zu ziehen, dreh den rechten Oberarm in die leichte Außenrotation. Werde ganz breit zwischen den Schultern und drück den linken Fuß in den Boden hinein. Gut. Und die Hand wieder zum Boden zurück. Löse dein linkes Bein, streck es lang nach hinten ab. Löse deinen rechten Arm nach vorne. Saug die Fingerkuppen wieder etwas mehr in den Schultergang hinein, zieh die Bauchdecke leicht. Auch hier bleibe. Schieb dich nochmal in die rechte Ferse hinein und dann winkel dein Bein an. Greife mit der rechten Hand nach hinten zu deinem linken Fuß, drück den Fuß in die Hand hinein und öffne die rechte Schulter nach. Und dann löse auf, das Hand und Knie zum Boden zurück. Setz deine Hände, eine Hand weit mehr nach vorne auf. Und schieb dich in den ersten herabsteigenden Wind nach oben.
Und so drück deine Hände durch die Füße in den Boden hinein. Kopf zwischen deinen Oberarmen. Und atme weiter ein und aus. In der nächsten Einatmung verschieb die Schultern nach vorne über deine Hände, Brettposition. Und ausatmend wieder zurück in den herabschauenden Hund. Das zweite Mal, ein zweites Mal. Schieb dich nach vorne ins Brett. Und ausatmend wieder zurück in Adho Mukha Svanasana. Ein drittes Mal, schieb dich nach vorne ins Brett hinein. Und sinke dann in deine Bauchlage nach unten herab. Leg dich flach auf, steck deine Zehenspitzen weit nach hinten auf. Zieh deine Hände energetisch zurück. Heb den Oberkörper leicht nach oben an. Eine Kobra, atme ein und aus. Gut. Deine Stirn zum Boden sinken, steht die Zehen um und schiebt dich dann in den herabschauenden Hund nach oben. Tief einatmen und lang aus. Lass du nun nach vorne zu deinen Händen in die Vorwärtsbeuge. Lass den Oberkörper ganz lang nach unten sinken, Kopfkrone sinkt Richtung Boden. Noch hier bleibe für ein paar Atemzüge. Und lass den Blick wieder nach innen. Tief ein- und lang aufpassen. Und beugt deine Knie, löst die Arme, löst die Hände, streckt euch lang nach oben auf, zieht euch weit nach oben auf. Und ausatmen, nehmt die Arme über die Seite nach unten. Einatmen, streckt die Arme lang über den Kopf nach oben auf. Ausatmen, verneigt euch tief nach unten, vorwärts beugen. Einatmen, halbe Vorwärtsbeuge, tritt mit rechts ganz weit zurück und links dazu in den herabschauenden Hund. Einatmen, schiebt nach vorne ins Brett. Ausatmen über die Knie in die Bauchlage nach unten. Einatmen, öffne Kobra. Und ausatmen, zurück in den herabschauenden Hund. Drück den linken Fuß fest, löst dein rechtes Bein ganz lang nach oben. Verlängere dich in die rechte Ferse hinein. Und dann setzt den Fuß nach vorne zwischen die Hände durch. Dann Ausatmung links dazu, Vorwärtsbeuge. Einatmen, halbe Vorwärtsbeuge. Ausatmen, verneige dich tief und dann beugt die Knie, löst die Arme, streckt lang nach oben auf und ausatmen, nehmt die Arme über die Seite nach unten zurück. Einatmen, streckt die Arme lang über den Kopf nach oben auf und ausatmen, verneigt euch wieder tief. Einatmen, halbe Vorwärtsbeuge, setzt den linken Fuß ganz weit zurück und rechts dazu herab, schöner Hund. Einatmen, komm nach vorne ins Brett und sinke in deine Bauchlage nach unten. Einatmen, öffne Kobra. Und ausatmen, zurück in den herabschauenden Hund. Drück den rechten Fuß fest. Löst das linke Bein ganz lang nach oben. Verlängere dich in die linke Ferse. Dann setzt den Fuß nach vorne zwischen die Hände durch. Und ausatmen, rechts dazu, Vorwärtsbeuge. Einatmen, halbe Vorwärtsbeuge. Und ausatmen, verneigt dich wieder tief. Beugt dich nie, löst die Arme, schreckt lang nach oben auf. Und ausatmen, die Arme über die Seite nach unten zurück. Einatmen, streckt die Arme lang über den Kopf nach oben auf. Und ausatmen, verneigt dich wieder tief. Einatmen, halbe Vorwärtsbeuge. Mit dem rechten Fuß ganz weit zurück und links dazu herabschauender Hund. Einatmen, komm nach vorne ins Brett und sink auch hier wieder in deine Bauchlage nach unten. Einatmen, öffne Kobra. Und ausatmen, zurück in den herabschauenden Hund. Mit den Füßen einen Fußbreit mehr nach vorne. Die Füße hüftschmal aufstehen, also in einem kürzeren herabschauenden Hund. Drück deine rechte Hand in den Boden hinein, dann löst die linke Hand und führt die linke Hand mal an den rechten Knöchel heran. Schau unter der rechten Schulter hindurch. Rechte Knöchel oder rechte Wade herangeführt. Schau unter der rechten Schulter hindurch und versuch deine Beine etwas näher aufzustellen. Gut. Drück deine Hand wieder nach vorne zurück und dann laufe nach vorne zwischen deine Hände, vorwärts beuge.
einatmen, halbe Vorwärtsbeuge. Ausatmen, verneigt dich tief und dann beugt dich hin, löst die Arme, streckt lang nach oben auf. Und ausatmen, nehmt die Arme über die Seite nach unten zurück. Einatmen, streckt lang nach oben auf. Und ausatmen, verneigt dich wieder tief. Einatmen, halbe Vorwärtsbeuge, trittet links ganz weit zurück und rechts dazu herab, schau nach unten. Einatmen, komm nach vorne ins Brett und sinke dann in deine Bauchlage nach unten. Einatmen, öffne Kurve und ausatmen, herab, schon nach unten, zurück. Lauf auch hier wieder mit deinen Füßen einen Fußbreit mehr nach vorne. Drück die Hände, drück die Füße in den Boden hinein. Und dann löst mal deine rechte Hand und führe sie mal an den linken Knöchel, an die Lippen von außen heran und schau unter den linken Schulter hin. Löse wieder auf, nimm die Hand nach vorne zurück und dann aufhören mit deinen Füßen nach vorne zu deinen Händen in deine Vorwärtsbeuge. Einatmen, halbe Vorwärtsbeuge. Ausatmen, verneigt dich wieder tief und dann beugt dich nie, löst die Arme, streckt lang. Und ausatmen, nimmt die Arme über die Seite nach unten zurück. Einatmen, streckt die Arme lang über den Kopf nach oben auf. Ausatmen, die Hände vors Herz. Einatmen, beugt die Knie, setzt dich nach unten, Utkatasana. Auch hier bleibt der Rücken lang und der Atem tief. Ein, lang, aus. Schultern schieben breit. Also atme ruhig und gleichmäßig. Deine Beine wieder lang aus, zieh die Arme weit über den Kopf herum. Und dann verneigt euch ausatmen wieder in die Vorwärtsbeuge herab. Einatmen, halbe Vorwärtsbeuge, tritt mit rechts ganz weit zurück. Bleibe hier, komm auf die Fingerspitzen nach oben. Auch hier schau, dass du das linke Knie weiterhin über dem Fußgelenk lässt. Und nimm mal Kontakt auf zwischen linker Bauchseite und linkem Oberschenkel. Dann streckt dein linkes Bein lang aus und lässt den Oberkörper ganz lang über das ausgestreckte Bein nach unten sinken. Und so halte, atme weiter. Und beim nächsten Einatmung beugt das Knie wieder. Drück deine rechte Hand in den Boden hinein, nimm die linke Hand auf den linken Oberschenkel drauf. Lass deine linke Hüftseite nach unten sinken. Schau, dass du die rechte Ferse nach hinten schiebst und dann dreh die Schultern übereinander auf. Löst deinen linken Arm ganz lang nach oben. Gut. Okay. Aus dieser Position lass deine Arme gestreckt, komm mit dem Oberkörper ganz geführt nach oben, nimm die linke Hand auf den rechten Oberschenkel und streckt den rechten Arm über den Kopf nach hinten auf. Heb dabei den rechten Oberschenkel etwas mehr nach oben an. Dabei bleibt das linke Knie weiterhin über dem Fußgelenk ausgerichtet. Gut. Und dann fächer beide Hände zum Boden zurück und tritt nach hinten herab, schon nach unten. Einatmen, komm nach vorne ins Brett, bleibe hier. Und auch hier, wie am Anfang der Stunde im Vierfüßerstand, lass das Brustbein nach unten sinken. Und dann drück dich aus den Händen kraftvoller rauf, schieb das Brustbein nach oben, auch hier wieder diese Protraktion und Retraktion der Schulterblätter. Mach die Übung so zwei, dreimal in deinem Rhythmus. Wenn sich die Stimmung für dich anfühlt, kannst du auf deine Knie zum Boden absetzen. Und dann setzt alle die Knie zum Boden ab, legt die Fußrücken ab, beugt die Ellenbogen nach hinten, lass den Oberkörper bis kurz vor dem Boden schweben und dann schiebt dich nach vorne durch, öffne deinen heraufstehenden Hund, Fußrücken drücke fest, Schultern schieben breit. Und stück die Zehenspitzen um, herab, schoner Hund, zurück. Okay. Drück den linken Fuß fest, löst dein rechtes Bein. Flex dein Knie, dreh deine Hüfte auf, lass deinen Fuß Richtung Gesäß fallen.
Schieb die linke Hüfte noch etwas mehr unter den Körper runter. Und streck das Bein erstmal lang aus. Dreh das Becken zurück und erde den rechten Fuß nach vorne zu den Händen und links dazu in die Vorwärtsbeuge. Einatmen, halbe Vorwärtsbeuge. Ausatmen, verneigt dich wieder tief. Und dann beugt die Knie, löst die Arme, streckt lang nach oben auf. Und ausatmen, nehmt die Arme über die Seite nach unten zurück. Gut. Einatmen, streckt die Arme lang über den Kopf nach oben auf. Ausatmen, die Hände vor das Kopf. Einatmen, setzt dich nach unten in Utkatasana. Stuhlposition hinein. Auch hier bleibt den Rücken lang. Der Atem fließt ruhig und gleichmäßig ein und aus. Die Schultern breit auseinanderschieben. Ziehst du die Großzehballen zu den Fersen zurück, um das Fußgewölbe auch hier aufzubauen. Atme weiter. Dann streck beide Beine wieder lang aus. Zieh die Arme weiter über den Kopf nach oben. Und vermeid das Ausatmen in die Vorwärtsbeuge. Einatmen, halbe Vorwärtsbeuge. Und dann tritt mit links ganz weit zurück. Und die Fingerspitzen nach oben. Lass deine rechte Hüftseite nach unten sinken. Schieb das durch die Knie über das Fußgelenk. Bleib lang in deiner Wirbelsäule im Kontakt auf zwischen rechter Bauchseite und rechtem Oberschenkel. Und dann streck dein rechtes Bein lang auf. Und lass deinen Oberkörper über das gestreckte Bein nach unten sinken. Atme ein und aus. Und dann beugt das Knie wieder. Nimm die linke Hand fest zum Boden. Nimm deine rechte Hand auf das rechte Knie oben drauf und lass deine rechte Hüfte wieder nach unten sinken, während du die Schultern übereinander drehst. Und streck den rechten Arm ganz lang nach oben auf. Und verlängere dich in die rechten Fingerspitzen hinein, dreh dich auf. Geh auch hier den Bauch weg von deinem rechten Oberschenkel. Gut. Und dann nimm den Oberkörper nach oben. Nimm die rechte Hand auf deinen rechten, linken Oberschenkel und zieh den linken Arm über den Kopf nach hinten. Und vielleicht drückst du den linken Oberschenkel in die rechte Hand hinein, wenn das möglich ist. Okay, und dann sichere deine Hände zum Boden zurück und tritt nach hinten. Herabschau nach unten. Einatmen. Komm wieder nach vorne, ins Brett, die Schultern über deine Hände. Und lass wieder das Brustbein nach unten sinken und drück die Hände in den Boden hinein, deine Schulter liegestützt. Auch hier so zwei, dreimal. Und die Arme bleiben. Eine Mini-Beuge, aber gestreckt. Gut. Und setz die Knie auf den Boden auf. Beugt die Ellenbogen nach hinten, lasst das Brustbein bis kurz vor dem Boden schieben. Schiebt euch nach vorne durch, öffnet den heraufschauenden Hund. Und ausatmen, herabschauender Hund. Zurück. Okay. Löst dein linkes Bein ganz lang nach oben. Dann flex das Knie, dreh deine Hüfte auf. Lass den Fuß durch den Gesäß fallen und verlängere dich auch hier in der rechten Flanke, indem du die rechte Schulter mehr nach oben anhebst. Dann streck das Bein wieder aus, dreh das Becken zurück. Man setzt den linken Fuß nach vorne mit den Händen durch. Und rechts dazu in die Vorwärtsbeuge. Einatmen, halbe Vorwärtsbeuge. Ausatmen, verneigt dich tief.
Nun beugt die Knie, löst die Arme, streckt lang nach oben auf. Und ausatmend, nimmt die Arme über die Seite nach unten. Gut. Und einatmend die Arme ganz lang über den Kopf nach oben an. Ausatmend, verneigt euch wieder tief nach unten, Vorwärtsbeuge. Einatmend halbe Vorwärtsbeuge und dann trippet rechts ganz weit zurück. Drückt beide Füße in den Boden hinein. Und verlängere dich nochmal in deiner Wirbelsäule und zieh einatmend beide Füße zueinander, als ob du die Matte unter dir selber siehst. Hieb deine Arme, hieb deinen Oberkörper nach dem Arm für den Heiler. Beug das hintere Bein, beug das hintere Bein lang, um das Becken aufzurichten, den linken Darmbeinstachel, den linken Beckenrand wegzuziehen vom Oberschenkel. Und ohne diese Aufrichtung zu verlieren, streck den rechten Oberschenkel mehr nach oben auf. Stell dir vor, es kommt jemand von hinten und drückt auf den rechten Oberschenkel auf und du hältst dagegen. Ziehe den Rücken nochmal lang. Während die Füße in den Boden drücken, verlängerst du dich in die Fingerspitzen. Und dreh den rechten Fuß parallel zum kurzen Mattenrand und öffne Virabhadrasana 2, dann im zweiten Feld. Hier halte weiterhin die Knie über den Fußgelenk, dass das Kreuzbein nicht zum Boden sinkt. Atme ein und wir gehen in unseren Bogenschützen hinein. Und so nimm deine rechte Hand vor deine Brust. Dreh die linke Handfläche nach oben auf. Und dann streck dein vorderes linkes Bein lang aus. Löst den Fußballen vom Boden. Und beug dein hinteres Bein. Und setz dich etwas mehr nach unten. Du kannst in der stehenden Variante vom Bogenschützen bleiben. Wenn du weitergehen willst, löse sogar deine Ferse und komme ganz nach unten. Aber zeigen die linken Zehenspitzen nach oben und dann spann den Bogen mehr auf. Die Zehenspitzen zeigen nach oben, rechtes Knie zieht tendenziell nach hinten, linke Bein ist gestreckt, atme ein. Gut. Gib dich wieder nach oben an, komm dann in den zweiten Krieger zurück. Gescheitert? Okay. Schade nicht. Wenn du dich nicht verletzt hast, dann. Okay. Nimm deine rechte Hand zur rechten Hüfte. Wandere mit deinem rechten Fuß dann mit mir nach vorne. Kurze. Krieger 2 Variante. Und dann lehne dich nach vorne, nimm die linke Hand diagonal vor deinem linken Fuß auf den Boden. Löst dein rechtes Bein vom Boden, streck dein linkes Bein lang aus. Und so schau, wenn du einen Block hast, leg natürlich gerne einen Block unter deine linke Hand. Wenn du keinen Block hast, lass deine Hand auf den Boden, zieh die Bauchnabel auch hier nach innen und streck den rechten Arm nach oben aus. Bleibe gerne hier in dieser Adho Chandrasana oder beuge noch dein rechtes Bein nach hinten und greif mit der rechten Hand an den rechten Fuß. Drück den Fuß in die Hand hinein und öffne deine Hüfte noch etwas mehr für Adho Chandra Shavasana. Gut. Und dann streck dein Bein wieder lang aus, zieh den rechten Arm nach oben. Und dann erde die rechte Hand zum Boden zurück, dreh das Becken wieder parallel, wieder 3 Variante mit den Fingerspitzen auf den Boden gelegt. Und dann setze ich den rechten Fuß ganz weit nach hinten zurück. Und links dazu herab, schöne Hund. Eine Einatmung, komm nach vorne ins Brett und sinke in deine Bauchlage nach unten. Und deine Unterarme nach vorne für die Sphinx. Und zieh die Unterarme zurück Richtung deiner Füße, bevor du den linken Unterarm zur rechten Hand herüber aufdrehst. Beug dein rechtes Bein nach oben. Greif mit deiner rechten Hand nach hinten zu deinem Fuß. Und drück dich mehr aus dem linken Unterarm heraus, um den rechten Oberschenkel nach oben anzuheben. Und atme in den halben Bogen hinein. Und vielleicht lauschst du wieder nach innen. Was ist gerade da? Passiert in deinem Körper? Und so zieh die Sinne nach innen.
Gut. Dann löse wieder auf, lass den Fuß zum Boden sinken, positioniere deine Hände wieder neben deiner Brust, Zehenspitzen aufgestellt, gerne über den Push-Up hoch ins Brett oder über die Knie. Wir treffen uns im herabschauenden Hund wieder. Mit dem linken Fuß fest, löst dein rechtes Bein. Schieb den linken Oberschenkel noch etwas mehr zurück und dann setzt den rechten Fuß nach vorne durch und links dazu in die Vorwärtsbeuge. Eine halbe Vorwärtsbeuge. Ausatmen, verneigt dich tief und dann beugt dich mir, löst die Arme, streckt lang nach oben auf und ausatmen, nehmt die Arme über die Seite nach unten zurück. Gut. Okay, zweite Seite, einatmen, streckt die Arme lang nach oben aus. Ausatmen, verneigt dich wieder tief nach unten. Einatmen, halbe Vorwärtsbeuge und dann tritt mit links ganz weit zurück. Auch hier, schau, dass du dein rechtes Knie weiter in den Fußgelenk lässt, dich in die linke Ferse hinein verlängern. Atme tief ein und aus, verlängere dich in deinem Rücken. Und dann löst die Arme, streckt dich lang nach oben aus. Lass das linke Knie Richtung Boden sinken, um auch hier das Becken mehr aufzurichten. Wenn du das rechte Knie über dem Fußgelenk hältst, zieh beide Füße zueinander, heb den linken Oberschenkel mehr nach oben an und verlängere dich dann in die Fingerspitze hinein, während du die Füße in den Boden drückst. Tief ein und ausatme dich hier. Dreh dann den linken Fuß parallel zum kurzen Matten dran und fächer deine Arme zu den Seiten lang. Krieger 2, auch hier. Halte, atme. Atme tief ein und aus. Handflächen zeigen Richtung Boden, Kreuzbein sinkt Richtung Boden. Gut. Dreh deine rechte Handfläche nochmal auf, nimm die linke Hand vor deiner Brust. Streck dein vorderes Bein lange auf. Löst den Fußballen vom Boden. Und beugt das hintere Bein, setzt dich nach unten in deinen stehenden Bogenschützen. Wenn du weitergehen willst, komm mit nach unten in deinen sitzenden Bogenschützen und spann den Bogen auf. Das linke Knie zieht nach hinten, die rechten Zehenspitzen zeigen nach oben und öffne nochmal den Brustkorb. Gut. Okay, balanciere dich wieder nach oben zurück und wir landen wieder im zweiten Krieger. Die Arme nach vorne hinten ausgestreckt, diesmal hat es geklappt hier, dünnlich jedenfalls. Kreuzbein sinkt Richtung Boden, super. Nimm die linke Hand an die Hüfte. Sitze den linken Fuß etwas mehr nach vorne auf und dann erde die rechten Fingerspitzen auf den Boden, sodass du gleich deine Schulter darüber stapeln kannst und löst das linke Bein vom Boden, strecke es lang nach hinten auf, stapel dich übereinander, Zehenspitzen zeigen zur linken Seite. Löst deinen linken Arm nach oben. Adhasandrasana. Geh weiter, wenn du magst, indem du das hintere Bein, das linke Bein beugst, mit der linken Hand den Fuß hast, Fuß und Hand ineinander drückst, die Schultern rechte Schulter über dem Handgelenk, die Hüften übereinander gerollt. Super. Dann streck auch hier wieder lang auf, nimm den Arm ganz lang nach oben. Und dann erde deine Hand zum Boden, dreh das Becken wieder parallel und setz dann den linken Fuß ganz weit nach hinten zurück. Erde beide Hände fest, rechts dazu, herabschauender Hund. Einatmen, komm nach vorne ins Brett und sinke deine Bauchlage nach unten herab. Nimm deine Unterarme wieder vor dir auf den Boden, sink. Dreh die rechte Hand zur linken Hand herüber. Beug dein linkes Bein, drück dich aus dem rechten Unterarm heraus, nimm die linke Hand nach hinten zu deinem Fuß und dann löst den linken Oberschenkel vom Boden.
den halben Bogen. Und wenn du darfst, nimm die Hand, den Fuß zum Boden, nimm beide Hände neben deine Brust und dann schieb dich in den herabschauenden Rund nach oben. Dein linkes Bein ganz lang nach oben an. Lege dich in den rechten Oberschenkel hinein, schieb den Ansatz mehr zurück und führe den linken Fuß nach vorne zu den Händen durch, rechts dazu, Vorwärtsbeuge. Einatmen, halbe Vorwärtsbeuge. Ausatmen, verneigt sich wieder tief. Und dann beugt die Knie, löst die Arme, streckt lang nach oben auf. Und ausatmen, nehmt die Arme über die Seite nach oben. Und schaut, dass ihr in den Anfang eurer Matte kommt. Und für einen Augenblick die Augen schließt. Um wieder in euch hineinzuspüren, in euch hineinzulauschen. Und atme ein. Und aus. Man öffnet deine Augen, lieber Einheit, nimmt deine Arme ganz lang über den Kopf nach oben an und verneigt dich auch, dass man wieder in die Vorwärtsbeuge hat. Einheit mit halben Vorwärtsbeuge. Und dann tritt mit rechts und links zurück in den herabschauenden Hund. Dann lass mal deine Knie zum Boden sinken und komm in deinen Fersensitz nach hinten. Und ich möchte euch kurz zeigen, worum es jetzt geht, nämlich Kapindalasana. Wenn ich weiß, was das ist wie der Seitstütz, nur mit dem hinteren Bein noch gebeugt und mit der Hand das hintere Bein gefasst. Ihr könnt aber zwei Varianten hier wählen. Ich mache euch beide Varianten vor. Variante 1. Die etwas einfache Variante, wir lassen das linke Knie auf dem Boden stehen, drehen das linke Schienbein nach hinten, also ich fange auf einer Seite jetzt mal an, heben das rechte Bein nach oben an und greifen mit der rechten Hand den Fuß, schieben den Fuß in die Hand hinein, öffnen die Schultern übereinander. Das ist Variante 1, die ist für die meisten sehr gut zu schaffen. Variante 2, und da geht es wirklich darum, dass wir auch auf den Arm achten, dass wir uns aus der Schulter rausdrücken, den Bizeps leicht nach vorne zeigen. Und das machen wir also aus der herabschauenden Hundsposition, indem wir die Schulter nach vorne schieben, über die Hände den linken Fuß parallel zum kurzen Mattenrand führen, den rechten Arm nach oben lösen. Das ist der Seitstütz, den kennt ihr, Vasistasana. Wir heben aber jetzt noch das rechte Bein an, winkeln das Bein an und drücken das Bein in die Hand hinein und öffnen die Schulter etwas mehr. Wie gesagt, eure Variante wählt ihr. Zwei Varianten zur Auswahl. Ihr wählt gleich, ich führe euch durch Kapindalasana hindurch. Wenn ihr meint, mir reicht die Variante, die ich euch auch gezeigt habe, die könnt ihr ganz selbstständig aufbauen. Da braucht ihr sicherlich keine Anleitung. Ansonsten, wie gesagt, folgt mir in Kapindalasana hinein. Okay, und bekommt den herabschauenden Hund. Schaut doch mal, dass du die Hände, die Füße in den Boden hineindrückst. Und so schiebt die Schulter nach vorne über die Hände. Rotiert den linken Oberarm in die Außenrotation und führt den linken Fuß auf die Außenkante kleinen Zehen weit. Löst die rechte Hand und schaut wieder, dass ihr die rechte Hand über den linken Arm nach oben zieht. Und dann hebt das rechte Bein an, winkelt das Bein an und greift mit der rechten Hand den Fuß. Drückt den Fuß in die Hand hinein und stapelt die Schultern übereinander. Vielleicht die rechte Schulter noch etwas mehr nach hinten gerät. Super. Und dann löst auf, nimmt Hand, Fuß, nimmt alles durch zum Boden, dass die Knie zum Boden sinken. Genau. Zweite Variante. Zweite Seite meine ich. Ganz kurz Zeit, sind Knie auf den Boden aufgesetzt. Und dann kommt wieder nach und herab, schauen Hund nach oben. Und du verschiebt auch hier die Schulter nach vorne über die Hände. Achtet darauf, dass ihr euch aus der rechten Hand herausdrückt, den Bizeps leicht nach vorne drückt. Dreht den rechten Fuß auf die Außenkante. Löst den linken Arm ganz lang nach oben. Und dann hebt das linke Bein an, greift in der linken Hand den Fuß, drückt den Fuß in die Hand hinein und öffnet die Schultern. Vielleicht die linke Schulter sogar leicht nach hinten drückt. Super.
Gut. Und dann löst auf, nehmt beide Hände, beide Füße zurück zum Boden. Lass die Knie nach unten sinken. Und dann schiebt das Gesäß zurück auf eure Fersen. Stellung des Kindes mit Armen lang nach vorne gestreckt. Und behaltet hier für einen Augenblick. Gut. Kommt in euren Fersensitz. Nun setzt euch mal links neben eure Fersen nach unten, sodass ihr rechte Gesichtshälfte noch auf eurer linken Ferse. Setzt die rechte Hand zum Boden auf, da wo die Beine hin angewinkelt habt. Streckt den linken Arm nach oben aus und dann zieht den linken Arm zur rechten Seite. Gut. Und die linke Hand zum Boden zurück. Greift euch mit der rechten Hand den rechten Fuß und führt ihn über den linken Oberschenkel rüber. Befreit eure linke Ferse unter eurem Gesäß davor. Greift in das Knie rum, zieht den Rücken auch hier lang und dann dreht euch zur rechten Seite auf. Also den Rücken lang, die Sitzbeinknochen drückt in den Boden hinein. Dreht euch wieder zurück. Nehmt den rechten Fuß wieder auf, den linken Fuß drauf und dann wechselt die Seiten. Setzt euch zur anderen Seite, zur rechten Seite rüber. Linke Gesäßhälfte nun auf rechter Ferse. Nehmt die linke Hand zum Boden, streckt den rechten Arm nach oben aus und dann zieht den rechten Arm zum linken Bein. Wieder ab, nehmt die Hand zum Boden. Führt den linken Fuß über den rechten Oberschenkel rüber, befreit eure rechte Ferse unter dem Gesäß hervor. Greift um das linke Knie herum, zieht den Rücken lang und dann öffnet zur linken Seite. Dann löst euch hier wieder auf, kommt in die Mitte zurück, setzt die Hände hinter euch auf und streckt beide Beine lang, lang nach vorne auf. Nehmt die Hände hinter eurem Gesäß gefaltet, drückt die Fingerknöchel in den Boden hinein und so hebt den Oberkörper mehr nach oben an. Schultern breit, dann lehnt euch ganz leicht nach hinten zurück, haltet trotzdem Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Diese sitzende Knie dahin. Und dann löst langsam ab und legt euch auf den Rücken zurück. Stellt die Füße nah zum Gesäß auf. Vielleicht streckt ihr die Arme nach vorne aus zu euren Füßen, sodass ihr die Mittelfingerspitzen, die Fersen gerade so berühren können. Und lasst die Schulterblätter breit in den Boden sinken und dann hebt das Becken nach oben ab. Schulterbrücke, Schulterbandha, Shavasana. Zieht die Oberschenkel energetisch
zueinander, schiebt das Kreuzbein nach vorne zu den Knien. Kehrt den Blick wieder nach innen. Und schließlich das Becken wieder zum Boden sinken. Zieht beide Knie zur Brust, aber lasst das Becken weiterhin auf dem Boden, damit ihr die Länge in eurem Rücken spüren könnt. Und dann zieht die Knie weiter auseinander, schiebt die Fußsohlen nach oben und greift auf Fußaußenkanten. Vielleicht greift auf die großen Zehen. Schaut wieder, was für euch stimmig ist. Und dann streckt die Beine gegrätscht aus. Gib die Beinrückseiten von dir weg, lass das Kreuzbein nach vorne ziehen. Und dann beuge wieder. Zieh beide Knie jetzt zu dir ran. Und dann breite deine Arme auf Schulterhöhe zu den Seiten lang ab und lass beide Knie zur linken Seite sinken. Und dann wieder nach oben zurück. Wechsel die Seiten, dass deine Knie zur anderen Seite sinken. Und dann kommen wir wieder in die mittlere Position zurück. Streck deine Beine ganz lang nach vorne aus. Mach dich bereit für dein Shavasana, für deine tiefen Entspannung. Also finde zur Ruhe. Vielleicht lässt du den Atem noch zwei, drei Mal tiefer durch die Nase einfließen und durch den Mund aus. Und dann ganz in die Mitte zu kommen. Lausche dich hinein. Dann komme ganz in deinem Raum der Stille an.
ziehen, also tief einatmen und das Mehl. Der ganzen deinem Raum an, ganz auf deiner Matte an, mit Bewegungen in deinem Körper, mit Bewegungen stehen, die dir jetzt gut tun. Und wenn du soweit bist, dann komm nach oben zum Sitzen. Nimm deine Hände vor deinem Herzen zueinander und lausche in dich hinein. Die Augen geschlossen. Ich möchte diese Stunde mit einem Om beenden. So, atme ein und aus. Atme ein für das Om. Lass deinen Kopf zu deinem Herzen sinken. Lass dir die Augen, heb den Blick wieder an, sobald er klar geworden ist, setze dich nach deinen Rippen und muss dich mit dem Arm hinein. Verneig dich für dich selbst, für dir selbst. Das Dank an dich. Namaste. Ja, vielen Dank fürs Dasein, fürs Praktizieren. Nächste Woche sehen wir uns nur online, da bin ich schon wieder nicht da. Aber online wird die Stunde auf jeden Fall übertragen. Im Übrigen auch die 17-Uhr-Stunde, die Anfängerstunde wird online übertragen. Den Link findet ihr auch bei Findery auf dem Marktplatz zum Beispiel. Wenn ihr die Stunde so haben wollt, könnt ihr mir gerne eine kurze Nachricht schicken. Genau, ansonsten tollen Abend euch. Bis bald. Danke euch.